gucken, ob wir das hier hinkriegen, ohne den Hai zu aktivieren. Das hat doch ganz gut geklappt. Das ist der nächste. Stärke des Schwarms liegt jetzt noch bei 40%. Also dieser Unterwasser-Skill ist echt ein bisschen imbalanced, oder? Ach du Schande. Oh, guck dir das mal an. Noch nicht mal die auferstandenen Krille können die Investor leiden. Ich kann sie nicht verübeln. Was war das? Was war das? Der Prototyp hat denen buchstäblich das Leben ausgesaugt. Das ist ja widerwärtig. Investor-Auslöscher. So, wo sind jetzt noch welche? 25%. Och, guck mal, die haben eine Geschütztürmchen hier hingestellt. Kennen wir ja schon von denen, ne? Da kommen wir bei den Geschütztürmen nur hier mit den Skills 1 und 2 so richtig dabei. Mach weg und wein. So, sehr schön. Ja, wo sind die nächsten? Irgendwo genau geradeaus. Aha, oben oder unten? Wohl nicht oben. Ich könnte aber mal oben entlang schwimmen, um mal zu gucken, was hier allgemein noch so von der Inquestur steht. Ah, ich sehe da einen Omikron-Golem. Der gehört aber nicht zu denen, die ich angreifen soll. Na toll. Sehenswürdigkeit ist wahrscheinlich direkt am Turm. Die Omikron-Testanlage. Ja, und wo ist jetzt das Teil? Doch, da ist jetzt wohl einer. Guck mal. Können wir den ja jetzt doch mal haben. Gut, dann muss ich jetzt insgesamt nur noch 4 Stück töten. Und wo ist jetzt die Wegmarke? Tatsächlich, genau da, wo ich mir das gedacht habe. Wegmarke Whisper. Ein Kraftanzug. Ach, schau an. Hey, lass das mal. Lass das mal schön. Sehr schön. Ich fürchte, dass wir jetzt dem auferstandenen Hai doch ein bisschen zu nahe kommen. Ja, der muss natürlich jetzt hier unbedingt hierher kommen. Ist ja klar. Okay, okay, okay. Er hat schon wieder den Hai ausgesaugt. Ne, kann nicht wahr sein. Hm. Noch 7%. Nehmen wir den. Event erfolgreich. Ja, flieh, schwimmt ihr nur, schwimmt ihr nur. Ab nach Hause mit euch. Oh. Ja, wo gehen die denn jetzt hin? Aber die greifen mich nicht mehr an. Aber wo schwimmen sie hin? Ich fürchte, dass da vorne gleich für mich eine Strömung kommt, bei der ich wieder zurückgeschoben werde. Mhm. Aua. Hätten die nicht mal ihre Geschütztürme auch noch mitnehmen können? Naja, es ging ja jetzt hier nur um die Omikron. Was? Omikron? Moment, wie hieß das jetzt? Ja, tatsächlich. Omikron-Test-Golems, die Kraftanzüge und so weiter und der Rest von der Inquestur, die bleiben ja hier. Das ist fies, ne? Die ganzen Auferstandenen, die hier im Wasser hängen und quasi so tun, als wären sie tot.
Okay, ja, sie sind ja auch tot, aber die so tun, als könnten sie kein Wässerchen mehr trüben, ja. Das ist schon mies, finde ich. Und dann plötzlich erwachen sie doch zum Leben. Hui, da sind wir schon wieder. Oh, Leute, Whisperinsel, was ist das hier? Das habe ich auch schon mal schön aufgebaut hier gesehen. Ihr habt noch nicht mal Schlafsäcke mitgebracht, seid ihr denn des Wahnsinns? Hier ist doch alles feucht und kalt. Ja, vielleicht genau deswegen nicht. Wegmarke hätten wir und jetzt haben wir hier nochmal Todbringerin Feldera. Wir sind vom Hauptteil der Truppen des Pakts aufgebrochen, um die Omikron-Testanlage zu überprüfen. Eine Basis der Inquestur im Osten. Tja, ja, ich hatte schon die Ehre. Welche Waren bietet ihr denn an? Whisper-Stiefel und Schuhe. Aha. Der Geheimcode des Ordens der Gerüchte. Ja, das wäre ja mal was. Okay, wir verkaufen gerade erstmal nur unseren Schrott. Unser Inventar ist jetzt noch nicht so übermüllt, dass wir unbedingt was anderes machen müssen. Wir können uns aber natürlich erzählen lassen, was die Inquestur da macht. Die Inquestur hat einen Weg gefunden, eine Golem-Fabrik durch Umgebungsmagie aus Ohr mit Energie zu versorgen. Wir haben einen Spion damit beauftragt, herauszufinden, wie man den Energieturm deaktivieren kann. Tuh! Und war erfolgreich! Er ist mit Codes zurückgekehrt, die Energiezufuhr der Anlage stilllegen könnten. Der Pakt ist gerade dabei, sie zu entschlüsseln. Tja, dann hoffe ich mal für uns alle, dass es auch funktioniert. Da vorne ist die nächste Sehenswürdigkeit im Wasser. Wenn ich mich nicht irre, dann ist das ein Quagandorf. Genau, man konnte es eigentlich auch schon durch die Wasseroberfläche sehen. Ach, wie süß. Kaloipoldorf. Ey. Uhu. Uhu. Ihr da. Hilfe. Ach, wie süß. Varonos Parump. Quaggan freut sich, euch zu sehen. Huh, Quaggan brauchen Hilfe. Lagos Freundin wollte Anführer von Kreid töten und wurde gefangen. Quaggan sah Sammler. Sie hat diesem Dorf so sehr geholfen. Wächter sind unterwegs, um sie zu retten. Bitte helft uns. Natürlich. Eine Rettungsmission. Da ist der Unfall dabei. Natürlich, wo soll ich hin? Kreid haben sie in einem Käfig südwestlich von hier gefangen. Das Rettungsteam schwimmt schon hin. Beeilt euch und holt sie ein. Südwestlich. Wo ist denn das nochmal? Ich finde das schon. Dankeschön. Hilfe! Ach, und ist die putzig? Südwestlich. Da ist Süden, Westen ist da. Ich sehe schon einen Eventkreis. Okay. Und es gibt hier unten auch noch... Oh, verdammt, was ist das? Kann ich dir genau sagen. Das ist das Miasma, das hier kommt, weil da vorne dieser Dings umkämpft ist. Oh, Veteran auferstandener Unterwerfer. In dieser ekelhaften Umgebung. Nicht schön. Oh, verdammt, Kacke. Oh, da ist mal richtig viel hier. Oh, scheiße, unter was habe ich das andere noch nicht gemacht? Und mein kommt nicht mehr weiter. Oh, verdammt, Hacke. Ganz schnell raus hier. Ich habe unter Wasser die Ventari-Tafel jetzt gar nicht ausgerüstet. Und ich wollte sie gerade extra stellen, um mich irgendwie so ein bisschen vor den Einflüssen... Ah, da wird jetzt gekämpft. Okay, ich komme gleich, ja? Pass mal auf, wir nehmen... Nein, die geht unter Wasser nicht. Ach, unter Wasser gehen nur diese beiden hier. Das ist nicht toll. So. Oh, mein Bein. Ah, mein Bein. Ich hab's gewusst. Ah, komm schon. Irgendjemand hat hier noch gerade angegriffen. Wir sagen, wir kriegen das hin. Kommt zu uns. Leider wird die Umkämpfung in diesem Gebiet hier nicht beendet, nur dadurch, dass wir den Veteran machen. Leider. Okay, ich habe meinen Mitspieler noch nicht gesehen. Aber an dem Viech, was er hier beschworen hat, kann ich sehen, das ist ein Negro. So müde, ja.
Oh, eine Herausforderung, na toll. Melanco-Statue. Das liebliche Gesicht dieser Statue lässt Entspannung und innere Einkehr eintreten. Zack, unterbrochen. Ach Mann, ja, aber warte, es geht nicht. Es geht einfach nicht. So, jetzt vielleicht auch nicht. Und? Komm, nee. Ganz vergessen! Oh Mann, ich hab kein Schild. Ich kann mich davor leider nicht schützen. Das ist Mist. Kann ich nicht irgendwie Widerstand? Ich würde auch gerne mit diesem Mord der Martin. Ja, er haut jetzt ab, ist klar. Ach, fuck. Leck's mich doch alle an die Füße. Gibt's doch nicht hier. Ich hab's gewusst. Ich krieg das wieder nicht, weil ich keine Möglichkeit habe, mir jetzt hier irgendwie unter Wasser ein Schild zu machen. Super. Na gut, dann gehen wir jetzt zum Event zurück. Tötet sie! Da, tötet sie alle! Tötet sie alle! Alle zusammen hier. Ich hab das Ding nicht gekriegt hier. Auf der Stande Bull... Oh, verdammt. Nein! Der Bullenhai! Ach, scheiße! Was mit dem? Ups! Was mit den kleinen Haien hier? Toll. Super! Den mache ich jetzt nicht so viel Schaden. Okay, wir werden also wohl nochmal neu starten. Von hier oben aus, mit Wegmarke Whisper. Na gut, na gut, na gut. Ist in Ordnung. Achso, wartet, wir müssen jetzt hier entlang. Oder auch meinetwegen hier entlang. Nee, 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 ich muss leider erst später, weil... ich muss das Event jetzt spielen und ich glaube, das Event gibt es nicht mehr, wenn ich die Karte wechsle. Oh, andererseits aber ist auf der anderen Karte der Tempel vielleicht nicht umkämpft. Und ich könnte hier einfach... Oh, wartet mal. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier trotzdem noch ja was von mitnehmen können. Also, jetzt mal außerhalb des Miasma-Gebietes. Oh, und dabei haben wir gleich mal die Unglücksinsel entdeckt. Ja, in Ordnung. Ah, Tatsache, genau, da ist die letzte Wegmarke gegen Zauber, die auch umkämpft ist. Aha. Na gut, dann würde ich sagen, gut, wir melden uns freiwillig, die Karte zu wechseln und hoffen, dass jetzt diese Statue nicht mehr umkämpft ist und wir uns da die Heldenherausforderung holen können. Und? Tatsache. Oh, Glück gehabt. Aber dafür gibt es jetzt hier jede Menge, was? Geister des Leids. Oh, Geist der Leere. Ich bin ganz schnell, Geister, ich störe euch gar nicht. Also, nochmal. So, das liebliche Gesicht dieser Statue lässt Entspannung und innere Einkehr eintreten. Sehr schön, fein. Oben ist, genau, oben ist ein Panorama. Da kommen wir hin, wenn wir über den Heldenpunkt gehen und noch weiter nach oben. Ah. Was ist damit? Sie ist umkämpft. Heißt, das Event läuft gerade nicht. Und ich glaube, zumindest diese Sehenswürdigkeit bekommen wir nur, wenn wir das Event mitspielen, über das wir in die Unglücksinsel Inquestoranlage reinkommen. Naja, gut. Schwimmen wir erstmal trotzdem einfach in die Richtung. Können auch mal hier oben gucken. Da kann man nämlich, glaube ich, auch ein bisschen was sehen, oder? Oder ist der ganze Inquestorbereich hinter diesen Klippen versteckt? Ja, ne? Also man sieht später ganz viel Unterwasser, aber Oberwasser oder Überwasser sieht man nicht so mega viel. Wir haben hier eine Absturzstelle, die wir untersuchen können. Die Trümmer sind noch warm. Dieses Schiff muss also erst kürzlich abgestürzt sein. Offenbar haben die Überlebenden eine Nachricht hinterlassen. An verbündete Einheiten. Wir haben den Absturz überlebt und sind immer noch voller Tatendrang. Unser Hauptziel ist jetzt unerreichbar. Mögliches neues Ziel innerhalb Bauxit-Alchemikalien identifiziert. Unterstützung erforderlich. Oh, ich kann schon gar nicht mehr lesen. Bauxit
Alchemikalien. Ach, wie schön. Okay. Die Azura haben immer schöne Wortschöpfungen, ne? Alchemikalien, Chemikalien und Alchemikalien. Also irgendwie Alchemie und Chemikalien, das ist doch irgendwie alles doppelt gemoppelt. Aber bei den Azura heißt es ja auch Kritikalität. Die Kritikalität. So, wo geht's jetzt rein? Ich glaube unterirdisch. Wir müssen mal kurz hier ins Wasser hüpfen und gucken, wo es reingeht. Genau, hier unten geht's rein. Und da habe ich doch jetzt gerade auch irgendwie... Moment. Verteidigungsgolem Typ 1 macht was? Ich schwimme einfach mal hier rein. Okay. Die sind aber alle grün. Oh, und die Inquestur-Perimeter-Verteidigungskanonen, die sind jetzt aber auch gar nicht so böse, hä? Da haben wir allerdings noch jede Menge Inquestur. Reparatur-Golemiten. Noch mehr? Ja, warum nicht? Ich schwimme einfach mal weiter. Tatsache, da sind noch andere Spieler unterwegs. Ich glaube, das Event ist erst vor kurzem hier abgeschlossen worden. Kann es sein? Oder? Oder kommen wir hier nicht durch? Doch, wir kommen bis zum Steuerpult und damit auch bis zur Wegmarke. Großartig. Ach, wie toll. Da haben wir auch die Bauxit-Alchemikalien mitgenommen. Und das ist draußen. Ach, wie super. Ja, normalerweise muss man halt dieses Labor erst einmal einnehmen. Und das ist auch ein etwas größeres Event. Das heißt, man schwimmt da den Hauptgang entlang und kämpft gegen jede Menge Inquestur. Also auf dem gesamten Weg hier. Und auch die Verteidigungskanonen sind natürlich alle aktiv. Und hier im Raum gibt es ein großes Gemetzel. Und ach, guck mal, da ist nochmal ein Champion-Golem Typ 5. Warum nicht? Das ist übrigens noch ein Azura-Tor. Wir müssen ein bisschen näher ran. Die Wegmarke ist ja auch nicht umkämpft. Das heißt, wenn wir sterben, können wir uns einfach dorthin zurücksetzen. Ich bin von hinten, das ist schön. So ziehe ich ihm nämlich die ganze Zeit schön Leben ab. Wenn man bei einem Champion Golem überhaupt von Leben reden kann. Ja, solche Macht. Schneller! Ja, man sieht nur unter Wasser erstmal gar nichts mehr. Auch über Wasser sieht man ja manchmal schon von den Kämpfen nichts. Okay. Dann haben wir da. Goschks. Und ein Tor. Oh, wartet mal. Oh, Tatsache. Gegenzauberanordnung. Wobei ich glaube, dass man... Was ist hier los? Warum explodiert hier ständig was? Moment, was ist los? Achtung! Aha. Achtung! Was heißt Achtung? Ach, scheiße! Geht das Ding gleich in die Luft? Was macht das Steuerpult? Ich weiß überhaupt nicht, was das Steuerpult macht. Wir gucken mal. Diese Konsole ermöglicht die Steuerung der grundlegenden Energiesysteme. Okay. Ich glaube, hier läuft gerade was nicht so Cooles. Ritter, lass uns lieber schnell abhauen hier. Sie sagen alle Achtung. Hier ist auch ein Steuerpult. Damit konnte wahrscheinlich dieser Gang hier freigemacht werden. Utwein, bist du so mutig? Bist du so mutig? Bevor hier alles in den Arsch geht, na klar doch. Oh, okay. Ach, wie süß. Guckt euch mal dieses Türchen an. Ach, das finde ich total süß. Mit Hilfe dieses Tores kann man zu jeder Wegmarke in der Region teleportiert werden. Ach, what? Wie? Im Ernst? Und jetzt haben wir hier auch einen Kammerkaufmann. Evakuator. Anlagenevakuierung abgeschlossen. Wünscht ihr Zugriff auf die Notfallüberlebensausrüstung? Ja, klar. Ich bin zwar ein bisschen zu spät zum Tänzchen gekommen, aber lass mal sehen. Aha, die abgefangene Inquesturberechnung sieht doch ein bisschen aus wie ein Löffel, ne? Gehört aber nicht zu der Löffelsammlung. So, was haben wir denn noch hier? Voxit-Gedönse, eine Mithril-Spitzhacke und eine verlorene orianische Juwelenbox. Okay, gut, also nichts wirklich total Wichtiges.
man käme hier ja auch schließlich auf anderem Wege hin. Ne? Ihr seht ja schon hier, das ist einfach nur eine Bucht bei dieser Unglücksinsel. Da käme man auch einfach hingeschwommen. Aber ganz cool. Oh, Mikaloki. Psst. Quagan ist in geheimer Mission unterwegs. Schläger der Inquistur führen an allen möglichen Kreaturen schlimme Experimente durch. Aber Quagan behaltet sie im Auge. Ja, wenn ihr mal ein bisschen schneller reden würdet, ne? Dann würden die Folgen auch mal ein bisschen... Also, ich meine, da wird mehr passieren, meinst du nicht auch? Ach, ich würde euch aber gern verschnellen hier mit meinen unmöglichen Aussichten. Aber kommen wir zurück zum Thema. Was macht ihr hier? Die Inquistur hier ist schrecklich und gemein. Sie sind zu allem bereit, um ihr Portal zu schützen. Das ist Teil ihres schändlichen Plans. Passt auf euren Schwanz auf, wenn ihr dort hineingeht. Quagan wird sich Sorgen machen, bis ihr wieder heil herausgekommen seid. Oh, ja, ihr sorgt euch um meinen Schwanz. Ja, ich weiß jetzt, war das ein Anmachspruch? Ich danke euch, fühle mich sehr geehrt, dass ihr euch Sorgen um meinen Schwanz macht. Verdammter Hacker, ist das alles hier für Schweine? An welcher Sprung ist das? Jetzt können wir rein hier. Verdammte Hacke. Jetzt ist der Utwin schon wieder zu spät gekommen. Das ist doch nicht die Possibility. Dafür holen wir uns dann jetzt die Sehenswürdigkeit. Die muss ja hier irgendwo sein. Ist sie im Wasser? Oh, verdammt, wir sind schon dran vorbei. Mist! Hier, das ist es. Oh Gott, ich sehe schon, das ist Kreidbaukunst. Ah, und das wäre der Ort gewesen, wo wir hingemusst hätten, wenn wir jetzt das Event noch weiter hätten spielen können. 32 von 37, das heißt, uns fehlen jetzt nur noch 5. Ja, und wo sind die? Und wird der Utwein dann auch Level 80 werden? Ich glaube ja. Also alleine mit dem Abschluss der Karte sollten wir es auf jeden Fall schaffen. So, aber wartet mal. Genau. Wir können ja mal hier noch einen Ausflug in die Untiefen des Meeres machen. So, Utwein. Und jetzt vielleicht ein bisschen schneller noch.